Hören wir uns aber mal an, was wir hier. Ja, genau, das B. Annemie, ich hoffte, dich zu treffen. Erzähl mir mehr über deine Zeit in Noah. Gerne. Nun, mal sehen. Ich lebte in der nördlichen Festung sehr abgeschieden. Es war mir nicht gestattet, rauszugehen und Freunde zu haben. Hallo Highscore Hero und hallo Pink Fluffy Cookie Corn. Hallo. Oh, das geht ja mal gar nicht. Und ich dachte immer, wenn man ein eigenes Bad hat, kann man zumindest selbst entscheiden, ob man, was man macht. Echt grausam. Keinerlei Spannersphäre hat man da. Ja. Das klingt schrecklich. Rückblickend war es hart. Doch zu jener Zeit fühlte ich mich nicht einsam. Die Getreuen waren wie meine Familie und meine Geschwister kamen oft zu Besuch. Elise kam jeden Tag vorbei, um Zeit mit mir zu verbringen. Wie süß von ihr. Und es gab eine große Bibliothek. Es gab immer genügend Bücher zu lesen in Noah. Ich sag zu Keksen nie nein. Felicia, Jakob und ich hatten einen kleinen Buchkreis. Ich war nie einsam. Das Noah, das du beschreibst, ist so anders als das, was ich mich, an das ich mich erinnere. Nun, ich verbrachte viel Zeit dort. Es wird immer ein Teil von mir sein, mein Zuhause. Das hört sich fast an, als würdest du es vermissen. Ja, ich vermisse die nördliche Festung. Ich vermisse sogar Schloss Krakenburg. Ich bin sicher, dass du eines Tages dorthin zurückkehren wirst. Ich hoffe es. Aber zuerst müssen wir König Garon besiegen und diesen Krieg beenden. B-Level. Ah, und wir haben hier noch ein paar Gespräche, wobei die Macht von meinen Leuten schon gut gestiegen ist. Der fängt schon mit 71 an. Erzähl mir nix. Und die hat 75? Und mit wem hat die? Ah, mit Kase. La 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 li li lu li lei. Wir haben ein schönes Wetter. Da trocknet die Wäsche sicher im Handumdrehen. Mal sehen, ich muss nur noch diese Laken aufhängen, dann ist Schluss für heute. Ah, wo kommt denn dieser Wind her? Oh nein, bitte nicht wegfliegen. Ah, oh. Felicia, gehört dieses Laken dir? Kase, ich habe es. Ihr habt es für mich aufgefangen. Vielen Dank. Kein Grund, mir zu danken. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Also, wie gesagt, Unicorn, oder nicht wie gesagt, ich habe ja noch nicht einmal was gesagt, aber falls ihr mein Schloss besuchen wollt, ich habe die ID mal oben hingehauen, ist ja nicht viel. Pink Fluffy Uni Cookie Corn. Ach so, das soll Lagged heißen. Ich habe mich gerade gefragt, hä, was langt der Livestream lang bei mir? Das klang seltsam. Also ich habe eigentlich meine Uploadrate beschränkt und keine verworfenen Frames. Und ja, eigentlich hat das ja keine großen Ansprüche. Zumindest jetzt in dem Standbild nicht. So. Natürlich muss ich euch danken. Ihr habt mich wirklich gerettet.
Dank euch kann ich heute all meine Aufgaben ohne einen einzigen Fehler beenden. Ist das so selten? Ich hätte wohl besser nichts gesagt, aber ja, das ist es. Ich bin nicht sehr geschickt. Ich gebe mir solche Mühe, aber ich mache viele Fehler. Ich verstehe. Nun, wenn das so ist, lass mich dir immer mal wieder behilflich sein. Oh nein, schon gut. Ich will euch auf keinen Fall damit belästigen. Wir sind doch Verbündete. Was wäre ich für ein Freund, wenn ich nicht helfen würde? Oh, wenn ihr es so ausdrückt, in Ordnung. Ich würde mich über eure Hilfe freuen. Perfekt. Also lass uns die Wäsche aufhängen. Wisst ihr, damit bin ich eigentlich schon fertig. Bist du das? Nun, wenn ich dir mit etwas anderem helfen kann, lass es mich wissen. Du weißt ja, wo du mich findest. Oh, er ist einfach verschwunden. Ich wünschte, das könnte ich auch. Aber da ich nicht weiß, wo ich ihn finde, muss ich wohl doch allein arbeiten. Auch gut. Pff, ich bin weg. Ich wollte gerade fragen, wo er immer hingeht. Ja, Kase, dieser alte Casanova, der fängt schon mit zwei Frauen was an. Mit drei hier. Renka, Felicia und Asura. Dass er nicht noch mit Sakura, Hana und Silas und... Mein Gott, wie viele... Ah, okay, ich verstehe. Mit Silas kann er auf A+ kommen. Mit Saiso kann er auch auf A+ kommen. Und wir haben hier noch viele Unbekannte. Mit wem kann ich nur auf A+ kommen? Ich kann mit niemandem auf A+ kommen. Gibt's dann die Schwulen oder wie? Oder wie darf ich A+ hier verstehen? So. Na, Subaki? Gehst du immer noch zu allen Leuten und behauptest, du seist perfekt? Was soll das heißen? Und wenn schon, wäre ja schließlich nicht gelogen. Willst du mir wirklich sagen, du bist zu 100% perfekt, ohne jeglichen Makel? Hanna, wenn du etwas zu sagen hast, dann rede nicht um den heißen Brei herum. Na schön. Wenn du so perfekt bist, warum bist du dann damals vom Pegasus gefallen? Direkt vor die Füße von mir und Milady Sakura. Das war zum Schießen komisch. Ich wusste ja gar nicht, dass man so hart von einem stehenden Pegasus fallen kann. Warum musst du ständig davon anfangen? Lass es doch endlich gut sein. Niemals! Daran werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. Es sei denn, du gehst jetzt los und erzählst dem ganzen Heer davon. Was soll das? Warum gehst du mir aus heiterem Himmel so auf die Nerven? Weil ich die Leute jeden Tag dasselbe sagen höre. Subaki. Oh, du arbeitest mit dem hübschen Subaki. Du hast es so gut. Der ist einfach so vollkommen und makellos. Und du darfst ihm nahe sein. Es sieht sicher hart, sich neben der Perfektion in Person zu behaupten. Es ist sicher hart, hoffe ich, heißt es. Das muss ich mir den ganzen Tag anhören. Ich wusste gar nicht, dass die Leute so von mir sprechen. Das freut mich aber, dass sie mich alle so loben. Mann, darum geht es doch nicht. Versetz dich in meine Lage. Wenn ich den Mund halte, fühlt sich das wie Lügen an. Wie kann man jemanden perfekt nennen, der vom stillstehenden Pegasus fällt? Bist du etwas sauer? Hast du denn gar nichts dazu zu sagen? Sicher ist Sakura da der gleichen Meinung wie ich. Sie ist nur zu nett, es dir zu sagen. Hanna, du lässt ständig den Titel weg. Das heißt, Milady, Milady Sakura. Wirklich? So wehrst du dich, indem du das Thema wechselst? Dann gibst du also zu, dass alles, was ich eben gesagt habe, die reine Wahrheit ist. Nein, Hanna, das tue ich nicht.
Und jemand, der so mit einem Mitstreiter umspringt, ist Milady Sakura nicht würdig. Ha, ich hab's. Wir veranstalten einen Wettstreit, um herauszufinden, wer von uns würdig ist. Klingt gut. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der so perfekt ist wie ich, verliert. Ich werd's dir zeigen. Mein Gott, haben die einen langen Text. Mir geht auch langsam die Stimme flöten. So. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Rinka und Kase. Ach. Rinka. Ich habe heute noch mehr Süßigkeiten. Möchtest du welche? Der kommt mir bekannt vor. Im Fire Emblem Awakening gab es auch den Schurken, der voll auf Süßigkeiten stand. Wie hieß der? Ich fand ihn cool, einfach weil er seine Bezahlung sagte, ja, ich möchte einen Beutel Geld und einen Beutel voll Süßigkeiten. Das war mein Held. Ich habe heute mehr Süßigkeiten. Möchtest du welche? Kase, ich dachte, wir hätten das letzte Mal schon ausgedrückt. Keine Süßigkeiten. Da musst du etwas verwechseln. Es war die Maus mit dem grummelnden Magen, die keine Süßigkeiten wollte. Du kleiner Rinka, ich weiß, dass du Süßigkeiten liebst. Und du vermeidest sie wohl, um dir kein Anzeichen von Schwäche zu geben. Doch glaube mir, niemand denkt geringer von dir, wenn du dich an ihnen erfreust. Willst du endlich Ruhe geben? Meine Essgewohnheiten gehen dich nichts an. Du hast völlig recht. Doch als guter Freund kümmert es mich, wie es dir geht. Du solltest dir nichts vorenthalten, nur um deine Vorliebe zu verbergen. Ich verberge sie nicht. Es muss nur einfach nicht jeder wissen. Dann würde es dir also nichts ausmachen, wenn ich die Süßigkeiten mit anderen teile? Wage es nicht. Warum kümmert es dich überhaupt, was ich esse? Das tut es nicht. Es kümmert mich, dass du dich nicht hinter einer Fassade versteckst. Also, würdest du sie bitte annehmen? Diese Süßigkeiten magst du am liebsten. Habe ich mich noch nicht klar genug ausgedrückt? Ich will keine Süßigkeiten. Nun, aber ich kenne dein süßes Geheimnis doch schon, nicht wahr? Also macht das nichts, dass du, du kannst sie essen, ohne dich sorgen zu müssen. Ah, ich habe ohne dich Sorgen zu machen im ersten Moment gelesen. Ich bin doch kein Kind mehr. Du musst mich nicht füttern. Du missverstehst. Ich werde sie niemals alle essen können. Und bitte um deine Hilfe. Na schön. Und, naja, danke für deine Sorge. Mach dir keine Gedanken. Oh ja, das ist ein interessantes Pärchen. So, haben wir alles durch, bis auf meine Privatgemächer, die wir auch noch durchmachen. Ich verstehe nicht, warum hier Herzen sind. So, wir können zwar alle einladen, aber irgendwie scheint es auf die drei den besten Effekt zu haben. Ich lade mal Silas ein. Wenn ich bei dir vorbeikomme, fühle ich mich wieder wie ein Kind. Du hast dich ein bisschen verändert. Beziehung verbessert. Silas ist gut gelaunt gegangen. Okay. Okay, würde ich mal sagen. Ja, okay.
Dann würde ich sagen, für heute können wir das dann mal so belassen. Und würde mich dann natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid, auch wieder selbe Welle, selbe Stelle, um Montag um 20 Uhr ungefähr läuft es dann wieder los. Und ich muss gucken, ich bin ein Verteidiger. Und werde mich dann nächste Woche vielleicht mal darum kümmern, das Schloss aufzumotzen. Kann man das? Moment, kann man Verteidigungsmaßnahmen bauen? Kann wahrscheinlich noch nicht. Aber nun gut. Dann werde ich hier erstmal abspeichern und wir sehen uns dann beim nächsten Stream hoffentlich wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und eine schöne Woche, falls wir uns bis dahin nicht hören oder sehen. Bis dahin, gehabt euch wohl.